Hallo mal wieder. Ja, jetzt habe ich den letzten Hörsaal leider verpasst. Also gibt es demnächst aber noch ein anderes Special. Ach, ist ja schon wieder Nacht. Tolles Timing. Hört mal schlafen. Ja, heute versuche ich mal Multitasking. Das heißt, ich mache die nächsten Riegen inzwischen. Ich mache jetzt auch nur zwei Riegen. Dadurch, dass sie so breit werden, dauert das sonst einfach zu lange. Und wollte dabei dann von den. Ach, die nächste Fichte ist fertig. Yay! Da kann ich die. Ach Mann, hätte ich Fichtenholz mitbringen sollen. Nee, ich wollte dabei dann erzählen, wie der Dumpbot im Off den Tunnel gemacht hat. Ach, schaffe ich das? Multitasking? Da muss man sich ja schon bei konzentrieren, bei diesem blöden Weg hier. Ach ja. Die Fichte ist fertig. Das sind die Fichten. Hallo Fichten. Da drüben kommen auch noch welche hin. Da geht der ganze Spaß von vorne los. Naja, erst nach dem anderen. Ja, im Off habe ich den Weg gemacht. Ja, mit dem Dumpbot ging das recht schnell. Und das Gemeine war, am Ende hat mir dann weniger als ein Stack gefehlt. Also ich habe geschätzt, es ist weniger als ein Stack. Und da habe ich dann gesehen, es hat mir tatsächlich weniger als ein Stack Kobbel gefehlt. Und dann dachte ich, nee, bevor ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück hier ins Schweineland laufe, um mir Kobbel zu holen, farme ich einfach schnell im Ton ein bisschen Kobbel. Was passiert mir da? Da ist ja das Salt and Valley direkt neben dem Portal. Schießt mir so ein blöder Gast das Portal kaputt. Und ich kann den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Nur um weniger als ein Stück Kobbel zu holen. Ne, ich mach das ja da im Speed. Ich kann nicht hin und das ja gleichzeitig setzen. Das ist zu kompliziert. Ach, ich Idiot, ich habe mir ja nicht mal die Items geholt. Da kann das ja nichts werden. Also. Das. Und. Das. Und das. So, okay, also, geht ja schon mal gut los. Aber ich will gleich Ton farmen. Also, jetzt muss ich das hier. Ich will nur vorher ja zumindest zwei Riegen gemacht haben und nochmal kurz rüber zu den Wilkersons. Und ich vielleicht sollte ich jetzt aufhören zu reden und endlich die Speed-Einlage starten. Das wäre geschafft. Dann auch einfach aus Prinzip nochmal ganz schnell rüber zu den Wilkersons. Oh, die Eichen sind inzwischen auch gewachsen. Ja, und ich muss nicht mal wirklich Clean Sound mitbringen. Ah, nee, nee, die behalte ich, das kommt weg. So rum. Kies. Ja. Also in der nächsten Folge dann auf jeden Fall hier die Fichten noch anpassen und dann kann ich den Boden hier umkammen. Sehr schön. Aber jetzt. Kurz zu den Wilkersons, denn dort wollen wir ja auch was erreichen, auch wenn die Schritte vielleicht klein sind. Ich möchte hier in jeder Folge einen Fortschritt. Und hier habe ich auch schon einen Fortschritt. Die Eichen sind gewachsen, sehr schön. Jeder einzelne, wow, jeder einzelne. Und dabei ist nur eine Rieseneiche entstanden. Ja, kann sich sehen lassen. Die Rieseneiche, ob die wohl das Haus überragt? Ist nämlich nur einstöckig. Das Haus sollte vielleicht mal hingestellt werden. Aber heute machen wir noch bei der Treppe vorne weiter. Und zwar wird das hier etwas erhoben. Ach Mann. So, also, man kommt von der Straße jetzt hier so den. Durch den Vorgarten, la 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 la, dann geht man eine Stufe hoch und die Haustür befindet sich dann hier links. Und dann sieht man den Eichenwald, weil da noch kein Haus steht. Ja. Habe ich eigentlich schon erzählt, das Fahrrad ist. Doch, das habe ich gesagt in der Speedaufnahme mit der Sandfabrikin, oder? Das Fahrrad ist da, ja. Dann habe ich erzählt, dass auch die nächste HelloFresh-Kiste da ist und der Rezeptordner schon wieder nicht drin war. Nach drei Beschwerden. Und trotzdem guten oben der Beschwerdefichte hier nebenan. Ich weiß, ich meine, ich kann da doch jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe mich bereits dreimal beschwert. Ich hätte jetzt gerne mal den Rezeptoordner. Du hast mich angelogen, Beschwerdefichte. Oder warst du nur für das Fahrrad da? Verstehe ich nicht. Kann doch hier nicht anrufen und sagen, ja, ich habe mich bereits dreimal beschwert. Ich warte seit 3 Monaten auf meinen Rezeptoordner, der vor 3 Monaten hätte kommen sollen. Ja, nee. Das funktioniert doch nicht. Ja. Okay, also, ich würde sagen, der Weg,
Zum Sumpf ist jetzt natürlich was Neues, deswegen werde ich den nicht rausschneiden, aber ich mache den mal. Stopp, stopp! Ach, jetzt hätte ich fast vergessen, ich muss Erde mitnehmen. Ich möchte ja den Ton hochprofessionell abbauen. Ne, jetzt wird erst noch Erde geholt und dann. Der Weg wird nicht rausgeschnitten, aber ich mache ihn ins Bild. Und schon mal die angegriffen. So, ja, also, jetzt bin ich hier und wie ich ja schon sagte, das Portal ist aus. Und ich Idiot hab kein Feuerzeug mitgenommen. Ach Mann, kann denn nicht einmal was gut gehen? Jetzt muss ich hier erstmal gucken, dass ich das Ding mit Lava irgendwie entzündet krieg. Ja, da oben, das. Da ist vielleicht Lava. Ach Mann. Ist irgendwo. Nee, das sind keine Lava. Das sind Glowstones. Ach Mann. Ja, so sieht es von oben aus. Da kann ich nicht hoch. Sieht doch ganz nett aus mit dem Tunnel. Ah, wie komme ich denn jetzt an Lava ran? Also dieser Ton ist echt. Ist es echt schwer an diesen Ton ranzukommen. Da liegt nichts B hier, nehme ich. Ja gut, da komme ich auch nicht runter. Und ich kann. Oh, ich dachte jetzt gerade, ich hätte das vorhin in den Eimer genommen. Ach Mann. Nee, wenn man da. Ist das eine Quelle oder kommt fließt das von da oben runter? Oh, wie komme ich da hin? Oh. Nee, gut, dass ich Erde dabei habe. Die war eigentlich jetzt für was anderes gedacht. Naja. Einmal kurz hier rüber. So, wo ist jetzt hier? Jo, hier, das war doch da. Oh, ich habe einen Erfolg erreicht. Toll. Ah, jetzt Erfolg eher. So, wie war das jetzt? Wie kriege ich das jetzt durch Lava zum Laufen? Muss ich die daneben platzieren oder da drauf? Wie war das doch gleich? Ich habe gerade mal das Wiki geöffnet. Alternativ kann das Portal auch mit Lava entzündet werden. Allerdings ist dies etwas umständlicher. Man platziert neben dem Portal einen oder mehrere Blöcke Lava und umgibt den Portalrahmen auf beiden Seiten mit möglichst vielen brennbaren Blöcken, zum Beispiel Holz. Sie werden Feuer fangen und irgendwann auch das Portal entzünden. Es darf sich aber kein Block im Portalrahmen befinden. Zählt dazu auch das Ding hier? Ich meine, der Netherrack ist ja leicht entzündlich. Aber zählt, wenn das heißt, kein Block im Portalrahmen zählt, dann ist das ein Block? Zählt das als Block jetzt? Entzünde dich. Das wird doch nichts mehr mit dem Ton. Muss ich jetzt echt den Dumpbot hierher schicken, dass der mir ein Feuerzeug vorbeibringt? Doch jetzt echt nicht die Possibility hier. Ich will doch nur richtig endlich Ton haben. Entzünde dich, Netherrack. Entzünde dich. Oh, jetzt werde ich auch noch angeschossen hier. Aber ich erinnere mich, auf Skyblock habe ich auch auf die Weise das Portal zum Laufen gebracht. Jetzt habe ich natürlich auch kein Holz dabei. Also, da ist die Lava. Ach Mann, werde ich schon wieder angeschossen? Wird auch schon wieder. Blöd Mann. Komm, auch mal in die Lava rein. Wie mache ich das denn jetzt?
Dann schicke ich mal kurz den Dumpbot vorbei. So, jetzt haben wir hier live den Dumpbot extra herbeigeholt, damit er das Portal ganz live entzündet. Der Dumpbot ist überhaupt nicht genervt, deswegen er ist den Weg ja nicht schon beim Tunnelbau oft genug hin und her gelaufen. Und er wird das Portal jetzt live entzünden. Oh, ich sehe jemanden schießen. Ist er gerade im Feld geflogen? Oh, der Dumpbot muss sich erst verteidigen. So, jetzt kann er live das Portal entzünden. Und zwar so. Fertig. Dumpbot verabschiedet sich. So, und jetzt aber endlich Tonfarm. Endlich Tonfarm. Hallo? Ach, hier, Prinz. Ach, hier ist der Schuss von dem Gast durchgeflogen. Ah, hier sieht man so richtig, wie, pff, wer hier reingeflogen ist, der Schuss von dem Gast. Ah, na gut. Ach, und hier ist noch jemand. Ja, ist mir jetzt egal. So, wo starte ich denn jetzt? Da hinten, würde ich sagen. Bei dem Berg beginne ich jetzt dann konsequent. Oh, ich muss mir ja jetzt wieder ein neues Wasser holen. So. Hier hinten gehe ich jetzt hin. Bei dem Berg mache ich den Startpunkt und werde von da dann ganz, also jetzt natürlich nicht alles in dieser Folge, ganz konsequent anfangen, Ton zu farmen. Eigentlich wollte ich ja auch in dieser Folge den kompletten Ton noch verbauen, um den Grundriss fertig zu kriegen. Aber das wird jetzt durch das lange... Wie kriege ich das Portal wieder entzündet? Wahrscheinlich nichts. Ja. Das mache ich dann in der nächsten. In der nächsten werde ich also um die Fichten herum alles umflügen und das Portal, den Grundriss fertig machen. Ja. Aber jetzt erstmal hier an dieser Kante startet das Sumpf, würde ich mal behaupten. Das können wir auch austesten. Hier ist wo steht's denn? Swamp. Und hier ist Mountains. Hier ist die Grenze. Okay. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Wo ist denn von hier aus gesehen jetzt der erste Tonfleck? Da. Und das geht jetzt nämlich ganz einfach so, indem ich um den Tonfleck einfach mal, ja, Schwimmer werden jetzt auch noch nett, nämlich um den Tonfleck einfach alles hochbaue. So. Kommt schon. Das sieht dann hinter aus wie so ein Zupfkuchen. Ich erinnere mich noch an meine allererste Map, wo ich Tonfarmen war. Und dann einen Fluss mit so einem schönen Zupfkuchen-Motiv beehrt habe. So. Und dann wird hier jetzt nämlich einfach alles trocken gelegt. Mit Schwimmen wäre das natürlich schon schöner, muss ich zugeben. Ah, und da ist schon der erste Stecken Erde weg. Okay. Ja, deswegen halt Schwämme. So, das wird hier einfach alles zugemacht. So, und jetzt buddel ich mich da runter und hab da ohne störendes Wasser meinen Ton. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht versehentlich... So, dass ich versehentlich ins Wasser reinbuddle. Und dann kann ich hier wunderbar den Ton abfarmen. Jo. Naja, mache ich daraus auch wieder eine Speedaufnahme? Ich denke schon. Ja, also, hier den Ausgang wieder finden. Und dann kann ich das mich einfach... Komm, wofür habe ich den Netherrack? Den hier, der Ausgang. Da ist er doch. So. Fertig. Das war. Guck mal hier. Von der ersten. Vom ersten Tonflecken direkt mal ein Handstack. Schön. So, dann würde ich sagen, den Rest im Speed.
Doch, ich denke mal, das reicht jetzt einmal. Ich habe hier ein Stack, zwei Stecken. Ich habe fast drei Stecken Ton jetzt gefarmt. Ich will mal sehen, dann in der nächsten Folge, für wie lange das reicht. Man sieht hier meinen Zupfkuchen. Ja, und auf den Rückweg mache ich mich dann in der nächsten Folge. Wo ist denn jetzt das Portal? Das war irgendwo da hinten. Hallo? Portal? Portal? Ja, und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns eine halbe Stunde erstmal damit, das Portal wiederzufinden. Portal, komm schon. Da muss er sein, hinter dem Hügel. Portälchen? Portal? Hallo? Ja, da ist es. Und dann schwimme ich jetzt noch dahin und den Rückweg machen wir dann next time. Ich sehe das Portal, sehr schön. Ich hoffe, jetzt kommt kein Gast mehr, aber für den Notfall wartet der Dampfbot hier noch auf der anderen Seite des Portals, um es wieder zu entzünden. Ja, arrivederci.